Hallo, mein Name ist Christine Ludewig von der Loki-Schmidt-Stiftung. Wir sind heute hier in einem Laubmischwald in Norddeutschland und suchen die Einbeere, die Blume des Jahres 2022, Paris quadrifolia. Und hier haben wir sie auch schon gefunden, die Einbeere, auch vierblättrige Einbeere genannt. Diese Pflanze wurde als Blume des Jahres 2022 ausgewählt, um auf die Schutzwürdigkeit von naturnahen Laubmischwäldern hinzuweisen. Die Einbeere schiebt ihre Blätter und ihre Sprosse im Laufe des späten Aprils und frühen Mais. Und Anfang, Mitte Mai fängt sie dann an zu blühen. Die Früchte entwickeln sich dann im Laufe des Julis bis September. Danach ziehen dann die Sprosse auch wieder ein und ab dem Herbst findet man sie dann gar nicht mehr. Die Wuchsform sind einzelne Sprosse, die von einem unterirdischen Rhizom ausgehen. Und es könnte also sein, dass die verschiedenen Sprosse, die man hier in dem Bestand sieht, alle zu einem Individuum gehören. Und über das Rhizom breitet sich die Art auch hauptsächlich aus. Aus der Blüte wird nur eine einzige Beere, die dann nachher gefressen wird und über Verdauung und wieder Ausscheidung ausgebreitet wird. Aber eigentlich ist das Rhizom das Wesentliche, womit sie sich ausbreitet, weshalb sie nur sehr kurze Ausbreitungsdistanzen überbrücken kann. Die Pflanze kann nicht so lange Distanzen überwinden und damit kann sie auch keine neu angepflanzten Wälder leicht erreichen. Somit handelt es sich bei der Einbeere um eine Charakterart von historisch alten Wäldern.